Heute geht es um das berühmte Bermuda-Dreieck. Es wird auch Teufelsdreieck genannt und ist weltbekannt. Über die Jahre hinweg sind viele Schiffe und Flugzeuge im Bermuda-Dreieck verschwunden. Wissenschaftler haben geologische Phänomene wie Methanausstoß aus dem Meeresboden als mögliche Ursache für einige Unfälle vorgeschlagen. Dichte Nebelbänke könnten zu Orientierungsproblemen geführt haben, was wiederum das Risiko für Unfälle erhöht. Christoph Kolumbus hat im Jahre 1492 bemerkt, dass sein Kompass innerhalb des Bermuda-Dreiecks verrückt spielte. Doch nicht alle Vorfälle im Bermuda-Dreieck bleiben ungeklärt. Einige wurden durch schlechtes Wetter, menschliche Fehler oder technische Probleme verursacht.